Moin zusammen, heute mal wieder auf der Therapiebank. Ich bin Aileen Schmuck vom Digital Hub Logistics und ich sitze mit zwei spannenden Leutchen hier auf dem blauen Sofa. Komplett stilistisch abgestimmt sind wir hier, blau in blau. Ich hoffe im Kopf nicht blau. Gestern waren einige Standpartys, da raucht der Kopf noch ein bisschen. Aber moin Maurice von Lifa, moin Carsten von der Nagel Group. Schön, dass ihr mit mir zusammen hier seid. Vielen Dank. Moin, Aileen. Innovationstherapie, ein Gespräch mal anders. Ich habe eben gefragt, was wolltet ihr denn schon immer mal gefragt werden? Carsten, du hast gesagt, ich darf dich alles fragen. Ich werde das heute ein bisschen ausreizen und freue mich schon sehr drauf. Bevor wir aber mit eurer Therapie starten, würde ich sagen, starten wir erstmal kurz damit, was wir verstehen, warum wir hier sitzen, wer ihr seid und was ihr macht. Und deswegen würde ich sagen, mal in ein, zwei Sätzen, Maurice, wer bist du denn, wo kommst du her und was macht Lifa? Gerne. Ich bin Maurice Landwehr, der Venture-CEO von Lifa. Lifa ist das erste Corporate Venture der Nagel Group, was ich und zwei ehemalige Nagel-Mitarbeiter zusammen gegründet haben, mit der Nagel Group, für die Nagel Group. Und wir von Lifa fokussieren uns darauf, dass wir eine nachhaltige Lösung entwickeln zur Belieferung der letzten Meile für temperaturgeführte Waren. Der Pilot findet jetzt aktuell in Hamburg statt und wir ziehen das seit Anfang dieses Jahres hoch. Cool. Gehen wir nachher noch mal ein bisschen näher drauf ein. Aber ich glaube, einen Grundumriss haben wir schon bekommen. Und du hast gesagt, aus Nagel rausgegründet. Carsten, erzähl einmal ganz kurz, wer bist du und was macht ihr bei Nagel sonst noch so? Ja, ich bin Carsten Tauke und CEO der Nagel Group. Und wir machen frische Logistik. Und das schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Und in diesem Kontext ist das für uns auch eine ganz, ganz spannende Reise, Maurice und sein Team hier zu unterstützen. Und Lifa ist für uns das erste Corporate Venture, was wir tatsächlich gründen und ausgründen. Und was wir in Hamburg etabliert haben und etablieren wollen. Und das finden wir ganz toll und spannend und deswegen bin ich heute hier. Gut, gucken wir mal, wie toll und spannend ihr das wirklich alles findet. Da fühlen wir gleich nochmal auf den Zahn. Aber es geht ja nicht darum, nur Lifa und Nagel zu verstehen, sondern wir sprechen ja zwischen Menschen und deswegen würde ich euch gerne als Menschen auch kennenlernen. Eigentlich haben wir so witzige Check-in-Karten hier immer, wo ihr dann Karten ziehen müsst mit einer Frage. Die sind gestern in der Party irgendwie verloren gegangen, aber ich habe noch zwei Fragen im Kopf und deswegen würde ich einfach mal starten. Und ich fange vielleicht mit dir an, Carsten. Wann warst du das letzte Mal so richtig mutig? Mutig. Das fällt mir gar nicht so ein. Also ich glaube, mir fällt eine kleine Begebenheit ein. Das ist auch das Statusbild auf meinem WhatsApp-Account. Da bin ich einen Berg rauf geklettert und ich bin höhenängstlich. Und das war ein ziemlich schmaler und hoher Berg. Und da bin ich trotzdem rauf geklettert mit viel, viel Hilfe und Unterstützung. Und da war ich mutig. Warum bist du trotzdem hoch, wenn du Höhenangst hattest? Weil da sehr, sehr nette Menschen dabei waren, denen ich dann nicht zeigen wollte, dass ich der Verlierer bin an dieser Stelle und musste einfach den letzten Weg noch mitgehen. Okay, okay. Fake it till you make it, ne? Okay, cool. Dann Maurice, du sitzt hier neben dem CEO. Wer hat dir denn in deinem Leben den besten Karriere-Advice gegeben? War das Carsten oder war das jemand ganz anderes mal? Also ich glaube, ich könnte dir jetzt keinen besten Advice nennen, aber ich glaube, wenn ich jemanden nennen müsste, von dem ich am meisten gelernt habe und der mir am meisten auch in meiner beruflichen Karriere weitergeholfen hat, dann ist das tatsächlich Carsten. Vielleicht auch gepaart mit den beiden anderen Geschäftsführern der Nagel Group, mit Michael Lütschern und Dr. Holger Wertschulte, die mir persönlich und auch uns von Lifa super viel gegeben haben und auch immer noch geben. Und von daher, ich glaube, würde ich das als Antwort dir geben. Okay, das ist jetzt fast zu okay für mich, zu geradlinig. Es war nicht Mama oder Papa, es war nicht der Lehrer mal früher. Nee, also natürlich, ich komme aus einer sehr bodenständigen Familie, aus einer ländlichen Familie. Ich bin auch sehr bodenständig aufgewachsen, aber meine Familie kommt aus einem ganz anderen Bereich. Deswegen würde ich das jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist tatsächlich so, ich habe beruflich schon einiges gesehen und einiges mitgemacht und gerade innerhalb der Nagel Group sehr viel gelernt, sehr viel lernen dürfen und ich mich auch sehr viel weiterentwickeln dürfen. Und deswegen war das ein ganz, ganz wichtiger Schritt in meiner Karriere und deswegen würde ich das auch so ganz offen und ehrlich und auch maßgeblich sagen, dass ich am meisten von den drei Herren lernen durfte. Okay, dann nehme ich das mal so auf. Spannend. Dann würde ich jetzt gerne einmal verstehen, ihr habt gerade schon erzählt, das erste Corporate Venture für die Nagel Group. Carsten, ganz offen gesprochen, frische Logistik ist euer Kernding. Warum habt ihr Lifa ausgegründet? Warum ist das nicht einfach ein weiterer Service?
Also wir haben Folgendes gemacht, das war ein Prozess. Das war jetzt nicht einfach mal eine schnelle Idee, sondern wir haben ein Innovationsboard bei uns, wir haben ein Innovationsteam und wir haben auch externe Partner, mit denen wir zwei Dinge tun. Das eine ist digitalisieren, also wir haben tatsächlich externe Partner, die uns dabei helfen, schnell zu entwickeln, schneller umzusetzen und uns natürlich auch Ideen geben und uns unterstützen bei unserer und in unserer Digitalisierungsstrategie. Und das machen wir auch in dem Bereich Innovation. Und wir haben einfach ein paar Meetings mal organisiert, auch mit externem Support, mit externer Hilfe und haben uns Ideen überlegt, wo können wir unser Geschäftsfeld festigen auf der einen Seite und wo können wir auch neue Geschäftsideen etablieren. Und dann haben wir das getan und da kamen, weiß ich nicht, 30 Ideen vielleicht raus am Ende, ja, wie man das eben so macht. Das war eigentlich so ein Crowd-Ideen sammeln. Und das haben wir mit internen Leuten gemacht und ein paar externe angereichert. Und da waren eben viele, viele, viele Menschen bei uns dabei, aus jung und alt, erfahren und neu. Und Maurice war auch dabei, logischerweise. Und dann haben wir fünf Finalisten gehabt, sozusagen. Und da haben wir uns dann überlegt, mit welcher glauben wir, möglichst schnell und möglichst auch zielgerichtet an den Markt gehen zu können und mit dem für uns geringsten Risiko. Da kam so ein bisschen meine konservative Art auch durch, da bin ich ganz ehrlich, zu sagen, wir nehmen Geld in die Hand, wir nehmen substanziell Geld in die Hand, wir gehen ein substanzielles Risiko, aber wenn ich einen Teil davon mitigieren kann, dann machen wir das. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, warum wir gesagt haben, wir kennen uns mit Lebensmitteln aus, wir kennen uns mit Lebensmitteltransporten aus und wir müssen sowieso etwas verändern, nach vorne gerichtet. Wir reden vielleicht nur über Nachhaltigkeit, über andere Themen, aber wir können nicht dauerhaft mit einem 40-Tonner volles Brett in die Altstadt von irgendwo fahren oder in die Fußgängerzone, auch nicht mit einem 18-Tonner. Das wird irgendwann nicht mehr zeitgemäß sein. Das heißt, wir müssen da sowieso etwas tun. Und das war so ein bisschen der Anstoß für uns, der Stein, der das ins Rollen gebracht hat. Und dann haben wir diese Idee erwählt, weil sie wird funktionieren, egal ob extern oder intern. Im besten Fall kommt beides natürlich, aber sie wird funktionieren. Okay, spannender Prozess. Schön, dass ihr den so bunt auch gegangen seid. Wie war denn der Prozess für dich, Maurice? War das das erste Mal, dass du in so einem Prozess mit drin warst? Warst du als junger Kreativer, der mal ein paar Ideen ablassen soll, da drin? Oder war dir von vornherein klar, was da rauskommt, da will ich was mit umsetzen und das soll mein Baby werden? Also seinerzeit wurde ich da auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, weil es dann hieß, ich komme vorher eigentlich aus dem Vertriebsbereich und es hieß dann, es gibt eine Opportunity in der Nagel Group, dass wir uns mit einem spannenden Geschäftsfeld beschäftigen wollen, wo eben genau dann jetzt Liefer bei rumgekommen ist. Und ich fand das super spannend seinerzeit und hatte mega Bock auf eine Veränderung, hatte mega Bock, mich selber einzubringen. Und genau die Möglichkeit haben wir halt jetzt. Uns wird enorm viel Freiheit gewährt von Nagel für Liefer, was ich super spannend finde und was auch die anderen beiden Co-Founder super spannend finden, weil wir uns selber mitverwirklichen dürfen, weil wir eigene Ideen mit reinbringen dürfen. Und deswegen ist das ein super spannender Prozess, den wir da jetzt zusammen mit der Nagel Group dann gehen dürfen. Okay, das heißt aber, das große Päckchen von du wirst jetzt Gründer, das war dir von vornherein noch nicht so ganz klar, oder? Ja, das war ja nicht am ersten Moment so, dass man gesagt hat, ja, wir gründen jetzt ein Corporate Venture aus, sondern es war, wir beschäftigen uns mit verschiedenen Ideen und wenn wir davon überzeugt sind, dann setzen wir eine dieser Ideen um. Und ich war von Anfang an dabei, aber nicht mit der Intention, dass ich irgendwann dann auch der Geschäftsführer dieses Corporate Ventures werden muss. Aber ich bin immer mehr in dieses Thema reingewachsen und ich brenne extrem für Liefer. Ich finde das super spannend. Ich finde es genial, da irgendwie in Hamburg auch mal selber Touren mitzufahren, unsere Empfänger zu beliefern und vielleicht auch mal ein Lächeln in deren Gesicht zu sehen. Und deswegen ist das von Zeit zu Zeit immer mehr geworden und mittlerweile finde ich es super spannend und bin super dankbar, dass wir das in dieser Form machen dürfen. Cool. Jetzt eine Frage, Carsten. Warum habt ihr es dann ausgegründet? Wäre das intern bei Nagel doch zu langsam, IT-technisch zu schwierig? Sei mal ganz ehrlich, was sind die Vorteile davon gewesen? Also ich glaube, dass das nicht das Thema war, dass wir zu langsam sonst wären. Weil wir haben da einen sehr innovativen CIO bei uns in der Gruppe, Michael Lütjan, der bekannt ist, der das Digital Hub, glaube ich, weil du siehst ihn häufiger als ich wahrscheinlich, in Person. Und der da sehr, sehr engagiert ist. Und wir haben ein tolles Team. Also wir haben ein tolles Innovationsteam. Das war es gar nicht. Aber wir möchten diesem Unternehmen Liefer. Corporate Venture ist ja immer so, Startup ist es auch zurzeit. Aber wir möchten dem Unternehmen Liefer die Chance geben, neutral am Markt zu agieren.
warum sollen bei uns bei Liefer, nicht bei uns bei Nagel, sondern bei uns bei Liefer, in Zukunft nicht auch andere einspeisen in dieses Netz, in diese Struktur? Wir wollen ja gar nicht in Hamburg bleiben. Ja? Das Schöne ist ja, wir wollen ja viel mehr schaffen. Und der 40-Tonner in der Fußgängerzone, der ist genauso schlimm vielleicht für den einen oder anderen in München oder in Stuttgart und in Berlin. Wir starten in Hamburg. Ja? Und warum machen wir das trotzdem innerhalb der Nagelgruppe oder mit Support der Nagelgruppe? Wir haben über 700.000 Kleinstsendungen im System. Und jetzt kannst du ganz schnell den Zusammenhang erkennen. Ja? 700.000 Sendungen, die mit großen Autos, Kleinstsendungen, die mit großen Autos kühl, weil sie aktiv gekühlt werden müssen, in die Innenstadt gebracht werden. Und da gibt es ja tausende von Beispielen. Und der zweite Aspekt ist der, dass wir sagen, wir machen das grün, wir liefern, das grüne Blatt, wir liefern grün, ja? Und wir machen es aber auch für andere. Und im Zweifel wird es dann sogar mal sein, der Architekt, der hat vergessen, seine Skizze zu seinem Kunden zu bringen. Und der ruft an und kann über diesen Lieferservice beispielsweise auch trockene Produkte, andere Produkte, irgendwo anders hinbringen. Also wir sind durchaus, glaube ich, da ernst zu nehmen und können eben auch für Dritte arbeiten. Wir haben jetzt die ersten Termine, das kann Maurice gleich erzählen, wo wir mit Kunden sprechen. Großen Kunden der Nagelgruppe, die Interesse daran haben, diesen Service auch zu nutzen. Und es ist super effizient, es ist super nachhaltig, super spannend und ich glaube, da kommt noch ganz viel mehr. Vielleicht, wenn ich das ergänzen darf, ich glaube, das Gute an der aktuellen Situation ist einfach, dass wir von Tag 1 an eigentlich beide gegenseitig voneinander profitieren. Also wir natürlich ganz stark von der Nagel Group, weil wir einfach sehr viel Know-how bekommen, weil wir sehr viel Expertise bekommen und weil wir natürlich auch Kundenkontakte bekommen, aber auch Nagel eigentlich ab Tag 1 von uns. Natürlich, weil wir einfach operativ nachhaltig die Hamburger Innenstadt beliefern, Carsten hat es gerade gesagt, aber auch, weil wir halt auch für Nagel-Mitarbeiter selber auch eine Perspektive bieten, die vielleicht einfach auch mal ein Interesse an etwas Neuem haben. Wir haben zum Beispiel jetzt in diesem Monat jemanden eingestellt, unseren ersten kaufmännischen Mitarbeiter, der war vorher Werkstudent bei Nagel, der wollte unbedingt was machen im Bereich Nachhaltigkeit und hat gesagt, hey Jungs, ich hätte mega Bock, was mit euch zu machen und der ist jetzt unser erster Liefermitarbeiter. Das heißt, ich glaube, und das ist halt das Schöne, was ich damit sagen will, wir profitieren eigentlich von Tag 1 an von Nagel, aber Nagel auch von Liefer. Okay, weil das könnte ich mir auch ganz spannend vorstellen, tatsächlich dieses Thema alternativer Karrierepfad innerhalb der Nagel Group. Du hast es selber gesagt, du warst im Vertrieb. Wie lange warst du da vorher? Ich war vorher 4 Jahre in der Nagel Group und die meiste Zeit davon auch direkt im Vertrieb. Und die Frage ist ja auch, was wäre gewesen, wenn ihr nicht abgeliefert hättet und nicht Liefer gegründet hättet? Wärst du heute noch da? Das weiß ich nicht. Das steht in den Sternen. Vielleicht hätte es auch eine andere Möglichkeit gegeben. Aber ich bin froh, dass es so gekommen ist, wie es heute ist. Sehen wir nämlich bei einigen Corporate Ventures tatsächlich als alternativer Karrierepfad, um natürlich auch die guten Leute irgendwie zu halten. Zeitgleich kämpft ihr jetzt um dieselben Mitarbeiter, oder? Wie ist denn die Stimmung, was das angeht? Ah, das glaube ich gar nicht. Dadurch, dass wir so eng miteinander zusammenarbeiten, haben wir halt viele Kollegen, die versuchen, uns zu unterstützen, auch in ihrer Arbeit, obwohl sie Nagelmitarbeiter sind. Und wir wollen auch gar nicht Nagelmitarbeiter abwerben, aber wir wollen natürlich die Perspektive irgendwo geben. Ne? Wenn jemand sagt, hey, ich möchte unbedingt für einen Corporate Venture arbeiten und ich möchte unbedingt mehr im Bereich Nachhaltigkeit machen, dann wollen wir das natürlich nicht verschließen. Wir sind super dankbar dafür, weil wir viele sehr, sehr gute Talente bei Nagel haben. Aber wir würden natürlich niemals an unseren Investor herantreten und sagen, wir wollen euch die Mitarbeiter abwerben. Also da wären wir auch schön blöd. Ich würde gerne eins noch dazu sagen, weil es ist nicht nur, glaube ich, ein alternativer Karrierepfad, sondern ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Signal an die Belegschaft, aber auch an draußen, an die Belegschaft anderer. Ja, mache mal einen offenen Aufruf und werbe mal dafür, dass wir da durchaus in der Lage sind, jungen Leuten eine Chance zu geben, wenn sie eine gute Idee haben, dann wird die umgesetzt. Und das ist ein Versprechen. Ja, das verspricht ja nicht irgendwer, sondern das ist ein Versprechen der Unternehmensleitung, der Geschäftsführung, unseres Vorstandes, zu sagen, ihr habt eine tolle Idee und die wird umgesetzt. Und zwar bedingungslos. Und ich glaube, da kann Maurice, der kann das bestätigen. Und wir haben nur das getan. Ja? Und ich glaube, wir waren beide am Anfang sehr überrascht voneinander. Erstens ich, dass er das macht. Er hat nämlich vorher mit mir eng zusammengearbeitet und ich habe damit eine massive Kapazität verloren und tollen Kollegen sozusagen im direkten Arbeitsverhältnis verloren. Habe das super gerne gemacht natürlich, aber
du hast eine Chance in der Nagelgruppe, etwas zu entwickeln, eine Idee zu entwickeln. Und die anderen vier übrigens, die es fast zum Finale geschafft haben, die suchen ja auch noch Leute. Ja? Also die können wir sofort aktivieren und reaktivieren. Wir fokussieren uns jetzt erstmal auf Liefer. Wir machen das erfolgreich, da bin ich 100% sicher. Er kriegt vollen Support, wir kriegen seinen vollen Support. Das kann nur gelingen. Jetzt haben wir 2023. Carsten, warum erst jetzt das erste Corporate Venture? Was war in den letzten 10 Jahren noch nicht reif bei der Nagel Group vielleicht? Oder was hat gebraucht? Ja, da will ich ganz offen sein. Also die Nagel Group hatte vor 10 Jahren sicherlich andere Themen und andere Probleme. Und auch vor 5 Jahren noch. Und wir haben ein massives Restrukturierungsprogramm durchlaufen in der Nagel Group. Wir haben die Nagel Group fit gemacht. Und wir haben im letzten Jahr vielen, vielen Zeitungen und in den Medien veröffentlicht, dass wir jetzt von unserer Restrukturierungsphase in eine Modernisierungsphase übergegangen sind. Und die Modernisierungsphase beinhaltet eben auch das. Wir trauen uns jetzt Dinge, wir werden jetzt mutig, wir trauen uns jetzt wieder Dinge, wir haben die finanziellen Polster, wir haben die Möglichkeiten, das zu tun, wir sind jetzt wieder kerngesund. Und wir können diese Dinge tun. Und ich glaube, das ist das ganze Geheimnis. Also wir haben wirklich restrukturiert und uns fokussiert. Wir haben ja auch einige Länder restrukturiert etc. Das ist alles durch die Medien gegangen. Wir haben uns wirklich schlank gemacht, fokussiert, erfolgreich gemacht. Und jetzt können wir nach vorne gehen und investieren. Und ganz nebenbei haben wir ja, das haben wir letztes Jahr gesagt, ein Modernisierungsprogramm von 800 Millionen bis 1 Milliarde aufgelegt, von denen übrigens schon die Hälfte ausgegeben ist. Also auch das ist ein Zeichen dafür, dass wir nach vorne gehen als Nagel Group. Und das ist der Grund dafür, dass wir es nicht vorher machen konnten. Jetzt haben wir die Leute, wir haben den Mut und wir haben das Polster, auch das zu tun. Okay, das bedeutet, du hast jetzt eine Situation, wo du entspannt sagen kannst, mach mal und wir gucken mal. Mach mal und wir gucken mal. Maurice, was macht ihr denn jetzt gerade? Wie ist denn der Status bei euch und was sind so die Ambitionen für dieses Jahr? Also wir sind ja operativ jetzt seit 2 Monaten dabei. Das heißt, 15.03. war unser Stichtag, wo wir die erste Liefersendung ausgefahren haben. Seitdem. Du selber? Ja, tatsächlich auch ich selber. Also die erste Woche haben wirklich nur wir Gründer auch ausgeliefert. Es war eine sehr, sehr coole, sehr spannende Erfahrung. Und seitdem sind wir eigentlich tagtäglich auf den Straßen von Hamburg unterwegs. Also wir haben aktuell einen Fuhrpark von 2 Vans. Wir kriegen jetzt nächste Woche den nächsten. Das heißt, wir sind mit 3 Vans dann auf den Straßen unterwegs und wollen das halt peu à peu jetzt weiter skalieren. Also Carsten hat es eben schon gesagt, wir gehen jetzt in die ersten Dialoge auch mit Kunden, sprechen über neue Projekte, über neue Geschäfte, um dann entsprechend auch das Sendungsvolumen vergrößern zu können. Und dann wollen wir mittelfristig eigentlich auch in Hamburg das Ganze noch ein bisschen weiter ausbauen. Das heißt, wir arbeiten jetzt ja sehr stark mit Elektrovans. Wir wollen aber auch mit Lastenfahrrädern arbeiten. Das heißt, wir wollen im Laufe des Jahres nochmal ein Micro-Hub eröffnen in der Hamburger Innenstadt, von wo wir dann mit Lastenrädern unsere Empfänger dann wirklich auf noch kürzeren Wegen beliefern können. Und wo die Reise dann über 2023 hinaus hingeht, schauen wir uns an. Also dieses Jahr geht der Fokus ganz klar auf Hamburg. Wir wollen Hamburg hochziehen, wir wollen Hamburg optimieren, wir wollen Hamburg darstellen. Und wenn Hamburg funktioniert, dann hat Carsten es eben schon gesagt, dann sind uns auch keine Grenzen gesetzt, das auch in anderen Städten großzuziehen. Okay, Status jetzt verstanden. Wir haben im Digital Hub unten des Erdgeschosses noch nicht vermietet. Können wir bestimmt so ein Micro Hub reinhauen. Also überlegt mal. Können wir uns gerne mal drüber unterhalten. Jetzt soll das ja auch eine kleine Therapie-Session sein, so ein bisschen. Jetzt mal Hand aufs Herz und ganz ehrlich, wir dürfen ja ehrlich sein, wie lose sind denn die Zügel von Carsten? Lässt er dich wirklich machen oder ab wann kommen die harten Ziele und wann müsst ihr wie abliefern? Also ich sage das ganz offen und transparent. Liefer funktioniert aktuell so gut, weil wir von Nagel so viel Freiheit, Vertrauen und Transparenz bekommen. Also es ist wirklich so, wir arbeiten sehr eng mit Carsten und auch mit den anderen beiden Geschäftsführern von Nagel, Michael Lütten und Dr. Holger Wertschulte zusammen. Natürlich müssen wir irgendwo unsere Ziele erreichen und haben auch Meilensteine, die uns gesetzt werden. Aber es ist schon so, dass das mit größtmöglichem Vertrauen passiert. Also wir dürfen unsere Entscheidungen selber treffen, holen uns entsprechend dann auch natürlich eine Freigabe ein. Aber dann ist das ein Daumen hoch oder ein Daumen runter und dann wird weitergemacht. Wir müssen also nicht irgendwie noch 17 Freigaben einholen, irgendwie durch keine Ahnung was für Instanzen gehen, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr schneller Prozess, der uns einfach auch sehr viele schnelle Entscheidungen ermöglicht. Und ohne den wir auch heute nicht so schnell mit Liefer auf der Straße wären, wie wir es eigentlich auch sind.
Carsten, was ist deine Einschätzung? Wie happy bist du mit Maurice und dem Team bisher? Ist das das, was du dir von einem CEO wünschst? Also wir sitzen hier zusammen. Ich habe auch eingeladen, ne? Und ich habe keine Wahl. Ja, aber es gibt ja auch die Möglichkeit der Absage, haben wir nicht. Wir sitzen hier gemeinsam, wir sind total happy. Also wir glauben, ich habe es eben gesagt, das wird erfolgreich. Und ob das nun einen Monat früher erfolgreich wird oder einen Monat später oder auch ein halbes Jahr, da muss ich wirklich sagen, das ist für mich gar nicht so relevant. Relevant ist, dass wir ein Medium gefunden haben, über welches wir innovativ arbeiten können und in der Gruppe Konzepte entwickeln können. Wir haben die richtigen Leute dafür, das zu tun. Wir können nach vorne auch andere Dinge angehen. Das heißt, wir lernen ja jede Menge dabei. Deswegen ist es dieses etwas, naja, ich nenne es mal konservative Corporate Venture. Ich will das gar nicht kleinreden. Ich finde es nach wie vor, wie die Farbe Blau, cool. Aber es ist schon in unserem Turf. Das ist schon da, wo wir uns auch auskennen. Ja? Und wir haben ein Fallback-Szenario. Im aller schlimmsten Fall muss Maurice halt für die Nagelgruppe ausliefern. Ja? Und das muss er halt dann tun mit seinem Team. Und das kann er aber auch woanders tun. Ich habe die Anzahl der Sendungen vorhin benannt. Also das Risiko ist relativ überschaubar. Und aus meiner Sicht ist das ein Start, ein toller Start für uns. Und er kriegt völlig lange Leine. Der Einzige, der auf den Zahlen sitzt, ist unser CFO. Den hat er gerade erwähnt. Und der guckt sich das natürlich an. Und das ist aber wirklich nicht die prägende Größe für uns. Wir machen natürlich so ein bisschen Planung, wir schauen uns an, wo läuft die Reise hin, wir schauen uns an, was für Umsätze kommen jetzt rein, wir gucken, was für Ergebnisse machen wir, was ist die Kostenposition dagegen. Wenn das nun völlig in eine Schere auseinanderlaufen würde, dann sind wir aber die Leute, die reden miteinander. Ja, und dann glaube ich, diese Verantwortung, du fühlst ja auch bei deinen Kollegen, bei Maurice extrem, übernehmen die Verantwortung, wollen sie verantwortlich sein für einen Bereich oder wollen sie zuständig sein? Und das ist ein Riesenunterschied. Und wir haben ganz viele Leute gesehen in meinem Leben, die waren zuständig, ja, aber die haben die Verantwortung nicht gefühlt und das ist bei diesem Team komplett anders. Und ich glaube, ihr erlebt die manchmal auch im Digital Hub und die sind alle on fire und die wollen liefern, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie viele Wortwitze gibt es denn mit dem Namen schon? Du glaubst gar nicht, was für coole Sprüche wir alle im Petto haben, die demnächst immer mal kommen, also halt dich bereit. Okay, ich freue mich auf die Sticker oder sowas, ne? Jetzt aber noch mal ein bisschen bei dir reingehorcht, Maurice. Du warst 4 Jahre sozusagen festangestellt bei der Nagel Group, jetzt Gründer. Ich glaube, du hast nicht Entrepreneurship gelernt. Ich weiß nicht, hast du da einen Kurs gemacht oder wie lernt man denn sowas plötzlich? Was musst du plötzlich alles können? CEO von heute auf morgen, wie war das für dich und wie geht's dir? Weil ich bin ganz offen, Gründer, die nicht aus dem Corporate kommen, da haben wir richtige Achterbahn, was wir mitbekommen im Hub. Da geht es denen nicht immer gut, gerade aktuell. Einfach mal an dich reingehorcht. Also einen Kurs oder so gab es im Vorfeld nicht. Es war schon so, dass man so ein bisschen halt ins kalte Wasser geschmissen wurde, dass es vieles Neues gibt, was irgendwie auf mich zukommt. Als Venture-CEO machst du halt nicht nur Sales, sondern du machst halt auch Marketing, du machst HR, du machst Legal-Themen, du machst Operations und fährst irgendwie Sendungen von A nach B, du musst Logistik-Know-how haben. Aber das Gute ist, und das ist, glaube ich, der Vorteil eines Corporate Ventures, wir haben halt in jedem Bereich Kollegen, die dir irgendwie mit Sparring zur Seite stehen. Und wenn du Fragen und Probleme hast, dann gehst du auf jemanden von Nagel zu. Das ist vielleicht auch der Unterschied zu einem Startup. Da hast du weniger Möglichkeiten, dass du irgendwie Experten an der Seite hast. Und das haben wir. Das heißt, wenn wir wirklich irgendwo an Punkte kommen, dass wir nicht weiterkommen, dann gibt es für jedes Thema immer einen Kollegen, der irgendwo in die Bresche springt und uns weiterhilft. Für mich persönlich, natürlich ist das eine sehr herausfordernde Zeit. Und es gibt auch mal Tage, die anstrengend sind, wo du auch mal irgendwie dann nachts oder früh morgens irgendwie am Arbeiten bist. Aber ich glaube, das gehört irgendwie dazu. Und wenn du Bock hast auf so ein Thema, dann musst du das auch irgendwie mitnehmen. Von daher, mir persönlich geht es super, weil ich habe meine Berufung gefunden. Ich mache was, wo ich mega Bock drauf habe, wo ich Spaß dran habe. Das war in der Vergangenheit vielleicht manchmal auch nicht so. Und deswegen bin ich super dankbar darüber. Und deswegen nehme ich auch gerne in Kauf, wenn es mal einen Tag gibt, der vielleicht mal nicht so laufen sollte. Okay. Das hört sich gut an. Also eine Therapie braucht ihr eigentlich, glaube ich, gar nicht. Deswegen wäre meine Frage, wie schafft ihr das? Wie haltet ihr die Beziehung so gesund und dass ihr dieses Win-Win habt? Habt ihr Routinen? Ich habe vorhin gefragt, wer hat dir den besten Karriere-Advice gegeben? Das war dann wirklich nebenan. Sprecht ihr viel? Seid ihr im Mentoring? Oder wie funktioniert eure Zusammenarbeit? Vielleicht startest du, Carsten.
Also ich habe es erwähnt, wir haben vorher sehr eng zusammengearbeitet, wir haben uns um Strategie gekümmert, wir haben in unserem Unternehmen vieles auch gemeinsam erlebt. Und das war eine sehr, sehr kurze Zeit, sehr intensiv, aber sehr, sehr kurze Zeit. Und darüber lernt man sich trotzdem sehr, sehr doll kennen. Und dann merkt man, was ist da drin in dem Menschen dir gegenüber und was traust du ihm zu und was traust du ihm auch nicht zu. Und ich glaube, die Balanceakt, den haben wir sehr gut hinbekommen. Also es gibt schon, und das ist das, was Maurice eigentlich auch sagt und eben gerade gesagt hat, es gibt schon viel Unterstützung, natürlich, nicht nur von mir übrigens, sondern von mir wahrscheinlich weniger sogar. Das ist mal eine Idee, das ist mal ein Sparring, das ist mal ein Austausch, das ist mal ein Treffen. Wir sehen uns gar nicht regelmäßig in Joe Fixen oder so. Aber das ist einfach, das läuft. Ich weiß aber genau, wenn da irgendwas anbrennt und wenn irgendwas passiert oder wenn es ein Problem gibt, dann ist er da. Und dann wird gefragt und dann wird sich Rat geholt und dann lösen wir das gemeinsam. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Also ihr habt kein Weekly, einmal die Woche der Therapiekaffee oder das gekühlte, einmal kurz in die Kühlbox einschließen bei euch? Wir nehmen die Tabletten morgens. Nee, also haben wir nicht und ich glaube, das brauchen wir in der Form auch einfach nicht, weil wir arbeiten einfach mit der größtmöglichen Transparenz miteinander. Ne? Was Carsten eben schon gesagt hat, wenn wir von Liefer merken, irgendwas funktioniert nicht, dann sind wir auch so offen und proaktiv und gehen halt auf Carsten oder andere Mitarbeiter von Nagel zu und sagen, hey, wir kommen hier nicht weiter, finden wir dafür eine Lösung. Und ich glaube, es wäre falsch, wenn wir jetzt irgendwie jede Woche miteinander rumhängen würden und uns über jedes Detail mit Carsten austauschen wollen oder müssen. Das will Carsten nicht, das braucht Carsten nicht, das brauchen wir auch nicht. Deswegen ist das so gehandhabt, wenn wir Sparring brauchen, wenn wir Hilfe brauchen, dann gehen wir darauf zu. Und ansonsten gibt es einfach Regeltermine, quartalsweise, wo wir dann einfach unsere Zahlen präsentieren, was läuft gut, was läuft schlecht, wo sich angeguckt wird, wie gehen wir weiter voran. Und genau das macht eigentlich auch aktuell den Erfolg aus. Okay. Wenn ich da eins zu sagen darf, ich glaube, ein ganz großer Vorteil für uns ist einfach dieses, was habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, diese Freiheit und diese lange Leine, wie Carsten es eben genannt hat, weil ich glaube, das ist was du als Corporate Venture oder als Startup brauchst. Würden wir das anders handhaben und würde uns jemand an der Leine eng ranziehen und sagen, hey, wir müssen jede Woche uns die Zahlen angucken und ihr müsst jetzt das und das hinkriegen, dann funktioniert sowas nicht. Weil das ist halt der Vorteil, den wir irgendwie als Corporate Venture brauchen. Wir müssen schnelle Entscheidungen treffen. Wir müssen vielleicht auch mal den einen oder anderen kleineren Fehler machen, um daraus zu lernen. Und das funktioniert eben nur so. Und deswegen sind wir super dankbar, dass es so aktuell auch gelebt wird. Jetzt habt ihr euch die ganze Zeit eigentlich sehr lobend nur übereinander ausgetauscht. Das ist für mich natürlich sehr unbefriedigend. Ich möchte ja ein bisschen Reibung. Aber so ist es halt. Jetzt hätte ich aber trotzdem die Frage, wenn du dir irgendwas von Carsten wünschen könntest und du hättest eine Harry Potter Zauberstab und kannst wirklich Wünsch dir was spielen, was würdest du dir von ihm wünschen? Das ist eine gemeine Frage. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, und ich bin mir sicher, das wird er uns auch erfüllen, was wir halt brauchen, ist die Connection irgendwann mal, die direkte Connection zu den Kunden der Nagel Group. Und ich glaube, da ist Carsten sicherlich auch ein guter Ansprechpartner, wenn es darum geht, den Fuß in die Tür bei den Big Playern zu bekommen, weil nur dann funktioniert unser Businessmodell irgendwann auch mal, wenn wir unsere Sendungen skalieren. Also wenn ich mir was wünschen darf, Carsten, dann wünsche ich mir, dass du uns mitnimmst, vielleicht auch mal zu dem einen oder anderen Kunden und für uns da den Gate-Opener spielst, weil ich glaube, das würde uns extrem weiterhelfen. Ich bin ja immer jemand, der sehr gerne sehr konkret ist. Carsten, wann hast du denn den nächsten Termin mit welchem Kunden? Ich habe den nächsten Termin morgen schon. Und mit welchem Kunden mag ich jetzt hier nicht sagen. Hier stehen zu viele Leute rum, die da vielleicht auch Interesse entwickeln würden. Aber es ist ein ganz, ganz toller Kunde und ein ganz spannender Kunde. Und am Samstag eröffnen wir in Österreich beispielsweise ein neues Lager, einen unserer neuen Standorte in Radfeld. Und ich würde mir aber auch gerne was von Maurice wünschen, wenn ich das darf. Hätte ich dir gleich mal zugelassen. Gemacht, aber ne? Meine Frage war ja eigentlich, mit wann hast du den nächsten Termin? Maurice, was hast du denn morgen vor? Fährst du mit? Nee, für mich geht es wieder nach Hause. Aber wir haben morgen einen anderen sehr, sehr spannenden Kundentermin mit auch einem sehr großen Kunden, dessen Namen ich nicht nennen werde. Von daher bin ich da auch ganz gut unterwegs morgen. Okay, er ist aber auch in Hamburg. Das ist ja das Thema. Ich bin ja in Richtung Österreich unterwegs und bin da jetzt die nächsten beiden Tage. Und er ist ja in Hamburg und das ist es. Aber wenn ich mir trotzdem jetzt was wünschen darf von Maurice, ich mache das jetzt einfach und setze mich da mal durch. Ich würde mir gerne wünschen von Maurice, dass wir Ende diesen Jahres eine positive Bilanz ziehen. Also das heißt nicht ergebnispositiv zwangsläufig, aber
schnell und dass wir dann möglichst schnell skalieren in die nächste Stadt. Das wünsche ich mir von Maurice, unserem Team natürlich. Das gehört dazu. Und wir werden noch ein paar nette Social-Media-Events in diesem Jahr auch machen, wo wir gemeinsam auftreten werden sozusagen. Ich werde das wirklich auch gerne mit unterstützen. Michael Lüttjan, Holger Wertschulte machen das genauso. Er hat die beiden schon genannt. Wir sind ein Team und das wird, glaube ich, eine super Sache. Aber das wäre ein Riesenwunsch, dass wir möglichst schnell in schwarze Zahlen kommen und eben nicht nur dieses Projekt präsentieren und dieses Unternehmen präsentieren auf der, naja, Start-up-Seite, sondern dass es ein Unternehmen wird. Ja? Und ich glaube daran schnell und Geduld ist nicht eine meiner großen Stärken, aber seine auch nicht. Also insofern, wir wollen das beide und das wird traumhaft, wenn das gelingt. Und Maurice? Also im besten Fall sprechen wir uns bei der nächsten Messe hier wieder, 2025 habe ich, glaube ich, gehört. Und dann haben wir einen Standort hier in München und können vielleicht auch den Standort hier schon mit Liefer beliefern. Ihr nehmt mir alles vorweg, das wäre meine nächste Frage gewesen, aber okay. Ihr seid so aligned, also 2025 werden die Getränke hier von Liefer angeliefert und ihr habt hier einen Stand. Ja, also warum nicht? Ja. Also das wäre auf jeden Fall mein Wunsch. Ne? Dann würde ich Carstens Wunsch erfüllen und mein Wunsch wäre es auf jeden Fall, also Hamburg soll nicht der letzte Standort von Liefer sein. Das Gute ist ja, die Nagel Group hat ein deutschlandweites Netzwerk an jeder großen Metropole, einen großen Lagerstandort, wo wir von Liefer dann irgendwo unterstützen können und die Metropole beliefern können. Von daher schauen wir mal, wo die Reise hingeht, aber wir sprechen uns dann 2025 bei der nächsten Messe. Ich freue mich und dann sitzen wir vielleicht in grün auf dem blauen Sofa. Das wäre gut. Ich habe aber noch eine letzte Frage in deine Richtung, Carsten. Du hast gesagt, es gab am Anfang des Prozesses 3-4 Ideen. Was ist denn noch eine richtig funky, geile Idee, die du mit uns hier teilen kannst, die es nicht geschafft hat? Es gab zum Beispiel die Idee von Automaten. Also wir haben natürlich auch so eine Container-Idee gehabt, die heute schon einige große Händler präsentieren, wo du rund um die Uhr einkaufen kannst. Du gibst deinen Code ein, du kennst das vielleicht, du gibst den Code ein, kannst wie in so einen kleinen Mini-Supermarkt gehen. Das war eine unserer Ideen tatsächlich. Ich glaube, die Idee war vielleicht sogar wirklich früh. Also da haben die Händler mit uns darüber irgendwann dann auch mal gesprochen. Die haben wir verworfen, tatsächlich. Weil wir natürlich dann auch den Einkauf hätten gestalten müssen, beispielsweise. Du merkst, ne, das waren so ein paar, aber das war fancy zu der Zeit. Und eine andere Idee war zum Beispiel à la Packstation, Paketstation, so etwas zu machen. Wir hinterlegen Produkttüten. Ja? Du rufst uns an, möchtest was bestellen, wir kaufen für dich ein, sozusagen. Wir verpacken, wir packen das in eine Packstation in irgendwo. Ja? Und dann kannst du das abends einfach abholen auf dem Weg nach Hause und du musst dich nicht in eine Schlange stellen oder du kommst später nach Hause und die Supermärkte sind zu und du hast genau das, was du einkaufen wolltest. Das war zum Beispiel auch so eine Idee, ist aber eben auch ein Thema, wo wir ganz, ganz neu in ein Modell hätten hineingehen müssen. Und wir haben gesagt, vielleicht sind wir da, so mutig waren wir dann doch nicht. Ja? Wir seilen uns dann doch schon an, wenn wir den Berg erklimmen wollen. Und so mutig waren wir eben dann doch nicht und haben eben dann gesagt, was machen wir und was können wir wirklich gut. Und ich glaube, das können wir wirklich gut und das wird super laufen. Sehr cool, danke für die Insights. Da sind ja noch ein paar Ideen im Köcher für vielleicht weitere Jahre, die noch kommen. Ihr wart auf jeden Fall mutig genug, euch mit mir hierher zu setzen. Tausend Dank dafür und ich würde sagen, liefert mal weiter ab. Ich freue mich auf die nächsten Schritte mit euch. Danke euch beiden. Danke, Aline. Gerne.